Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Ja, ich lasse mal wieder was hören von mir. Ihr habt schon weit nichts mehr gehört von mir. Warum? Die liebe, liebe, liebe Zeit. Viel zu tun, wenig Zeit und natürlich für Videoaufnahmen braucht man ja auch ein bisschen Freiraum und nicht alles so gehetzt zu machen, nicht alles so runterzuleihen. Ihr möchtet saubere Informationen haben und dazu braucht man manchmal ein bisschen mehr Zeit, wie ich es im Moment habe. Im Moment natürlich ganz klar, wir haben viele Menschen, die Bedürfnisse haben. Ich möchte mich ändern. Ich habe jetzt endlich vor, mal unbedingt im Sommer eben mein Winterfell abzulegen. Ich habe im Spiegel festgestellt, das Ganze sieht nicht so aus, wie ich es gern hätte. Und ich möchte dringend was dagegen unternehmen. Und da entdecke ich doch in allen möglichen Plattformen, so rechts, links, so eingeblendet, Werbung. Komischerweise immer Werbung, die genau zu meinen Wünschen passt. Woher kommt das? Vielleicht wird hier das Surfverhalten desjenigen ein wenig kontrolliert, sodass er natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt oben rechts oder oben unten rechts eingeblendet bekommt, was es denn für tolle neue Möglichkeiten gibt in der Gewichtsreduktion, im Muskelaufbau, wie schnell man doch Muskeln aufbauen kann, wie doof doch alle anderen sind, die sich da Jahre hinweg ins Studio begeben, die sich dann eigentlich an gewisse Ernährungsverhalten, Ernährungsvorgaben halten, wie doof müssen die eigentlich sein, wenn man doch das in 18 oder 12 Wochen kann. Da gibt es die tollsten Angebote in 10 Wochen zur Modelfigur, in 12 Wochen Sixpack und was weiß ich was. Alles. Alles recht und schön, nur seltsamerweise häuft sich das immer im Frühjahr. Immer so im Februar, März, April, wenn es draußen ein bisschen warm wird, wenn man aus dem Winterschlaf aufhört, häufen sich genau diese Angebote. Da werden die wundersamsten Dinge angeboten und was passiert? Ein großer Anteil aller Menschen wünscht sich das und kauft sich das und wundert sich ein paar Wochen später, dass nichts passiert. Was ist schuld? Die tollen Pillchen? Die tollen Maschinen, was auch immer, ne? Es ist nichts an dem schuld, sondern schuld daran ist meine unrealistische Erwartungshaltung gegenüber Dingen, die geschehen sollten. Ganz einfach, es gibt natürlich Marketingstrategen, die wissen ganz genau, was ihr wollt, was ihr sucht und entsprechend dessen wird hier ein Programm maßgeschneidert. Die wollen nicht, dass ihr die Wahrheit erfahrt, weil mit der Wahrheit können die meisten in der Regel nicht leben, wenn da einer erzählt, man muss um Gottes Willen in die Küche stehen und muss sein Essen zubereiten, um Gottes Willen, ich muss tatsächlich in der Woche mindestens dreimal ins Fitnessstudio gehen und muss mindestens 60 Minuten trainieren und ich komme in der Tat ins Schwitzen dabei. Das wollen die meisten Menschen nicht hören. Da hört es sich doch viel angenehmer an, wenn einer erzählt, oh, dreimal 20 Minuten in der Woche ersetzt so und so viel Sport. Nehmen Sie die Pille und Sie werden rapide an Gewicht verlieren, Sie werden keine Muskelmasse verlieren. Das ist die neueste Wunderdiät von Dr. Professor Bimpelhuber, was weiß ich was. Ja, und die Schafe, meh, was machen sie? Die fallen genau auf das rein. Und was passiert? Wochen später sind sie völlig enttäuscht. Wie kann man nur sowas verkaufen? Unglaubwürdige Sache. Was geht da eigentlich ab? Naivität wird immer über den Geldbeutel bestraft. Es hat schon seinen Grund, warum manche Menschen hier wochenlang, tagelang ins Fitnessstudio gehen, regelmäßig und tatsächlich sich in der Küche befinden und sich sein Essen vorbereiten. Deswegen, ganz wichtig, bleib auf dem Boden der Tatsachen, bewerte alles realistisch und du wirst auch an dein, für dich, realistisch gestecktes Ziel kommen. Bis dahin alles Gute. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine Ernährung, deine langfristige Ernährungsumstellung, meine Aufgabe.